Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 9 die Große Anfrage der Abg. Löber, Hofmann, Gremmels, Lotz, Müller-Schwalmstadt, Schmidt, Siebel, Warnecke, Dr. Sommer, SPD und Fraktion betreffend ökologische Belastung durch Trinkwasserförderung. Das ist die Drucksache 19/4761 zu 19/3932. Die vereinbarte Redezeit beträgt 10 Minuten. Frau Kollegin Löber von der SPD hat sich zu Wort gemeldet. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Sind Sie auch manchmal dankbar, einfach einen Schluck Wasser aus dem Hahn trinken zu können? Das kann nicht jeder Mensch auf dieser Erde. Weit weg? Nein, das ist nicht weit weg. Das ist sehr nah, wie wir in meiner Heimatregion im letzten Jahr erleben konnten, wo wir über Wochen kein Wasser aus der Leitung trinken konnten. Wasser ist eines der wertvollsten Güter überhaupt. Sein Bedarf steigt, und es ist zudem ungleich verteilt. Experten sagen seit vielen Jahren, dass der Krieg der Zukunft nicht um Öl, sondern um Wasser geführt wird. Banken und Investoren haben bereits verstanden, dass Wasser ein Wirtschaftsgut ist. Hiermit lässt sich Geld verdienen. Die FAZ erklärte schon vor 2 Jahren, wie sich mit Geldanlagen in Wasser hohe Renditen erzielen lassen. Lukrative Fonds beinhalten Anteile an Unternehmen, die Wasser verkaufen oder für die Wasseraufbereitung und Wasserinfrastruktur tätig sind. Ob wassersparende Armaturen oder Rohrleitungssysteme, rund um das Thema Wasser ist ein Markt entstanden. Wirtschaftsinstitute haben verstanden, dass Wasser eines der wertvollsten Güter der Erde ist. Diese sind damit weiter als die Hessische Landesregierung. Die Landesregierung hat uns auf Fragen rund ums Trinkwasser in Hessen geantwortet. Es geht dabei um Wasserversorgung und Wasserverbrauch, ökologische Belastung des Wassers und die Problematik des steigenden Bedarfs im Rhein-Main-Gebiet. Ihr Dokument liest sich wie ein Persilschein, und es soll Ihnen eine weiße Weste bescheren. Doch ich sage Ihnen, wenn Sie jetzt nicht anfangen, das Waschprogramm zu ändern, werden Ihre Kinder und Kindeskinder nicht mehr die gleichen Möglichkeiten haben wie Sie heute. Die Versorgung mit sauberem Trinkwasser aus dem Wasserhahn wird selbst im wasserreichen Deutschland eines Tages nicht mehr selbstverständlich sein. Wälder und Auen werden vertrocknen, die Kosten für die Daseinsvorsorge des Einzelnen werden immens steigen. Ich fordere die Landesregierung daher auf, ihre Sensibilität und ihr Bewusstsein für unser Trinkwasser endlich zu schärfen. Sie behandeln das Thema viel zu lapidar. Sie dürfen beim Wasser keine Kompromisse machen. Die folgenden 3 Punkte sollten der Maßstab im Umgang mit unserem Trinkwasser sein. Zuerst muss dem Wasser absoluter Vorrang eingeräumt werden. Weil es ein unersetzbares Gut ist, muss das Thema Wasser in der Politik absolute Priorität haben. Wirtschaftliche und industrielle Interessen müssen immer auch im Zusammenhang mit ihren Auswirkungen auf unser Wasser, insbesondere auf unser Grundwasser, betrachtet werden. Es kann nicht länger sein, dass Brunnen geschlossen werden, weil Gewerbegebiete gebaut werden und die Gefahr der gesundheitsschädlichen Belastung dann zu hoch wäre. Die Folge davon ist, dass Wasser aus anderen Versorgungsgebieten herbeigepumpt werden muss. Dem Wasservorkommen Priorität einzuräumen bedeutet auch, Verantwortung für Leitungssysteme und die Aufbereitung von Wasser zu übernehmen. Experten sagen, dass auch das Rhein-Main-Gebiet selbst sich mit Wasser versorgen könne, wenn in das Leitungsnetz und die Wasseraufbereitung investiert würde. Das zu glauben, fällt nicht schwer. Wasser gibt es an Rhein und Main ja reichlich. Wir können nur dann eine ökologisch verantwortbare Verwaltung der Ressource Wasser gewährleisten, wenn der Umgang mit Wasser in Hessen einen anderen Stellenwert bekommt. Ich fordere Sie auf, das Thema Wasser zu einem Thema jeder Beschlussvorlage zu machen,
sei es der Straßenbau, die Ausweisung von Gewerbegebieten, die Einführung von Chipkarten oder auch die Ausbringung von Düngemitteln. Immer müssen die damit in Verbindung stehenden Auswirkungen auf das Wasser geprüft und bewertet werden, kompromisslos. Es liegt in der politischen Verantwortung, Entscheidungen vor dem Hintergrund einer nachhaltigen Wasserversorgung für die Zukunft zu treffen. Zweitens. Wir müssen lernen, größer zu denken, Regionen anders planen, und Wasser muss der Maßstab werden. Menschen ziehen dorthin, wo es Arbeit für sie gibt. Und da wird dann auch viel Wasser benötigt. Denken wir den Gedanken weiter. Das Rhein-Main-Gebiet boomt. Hier wird der Wasserverbrauch bis zum Jahr 2030 dramatisch steigen, weil immer mehr Menschen dort wohnen wollen, weil sie dort gute Arbeit finden. Schon heute ist das Rhein-Main-Gebiet nicht in der Lage, für den eigenen Wasserverbrauch aufzukommen. Es lebt zur Hälfte von überörtlicher Versorgung, die durch Fernleitungen aus dem Hessischen Ried, aus dem Vogelsberg oder auch aus Mittelhessen gewährleistet wird. Seit 20 Jahren gibt es ein Grundwassermanagement im Ried. Das hat im Wald dort wenig genutzt. Ihm wird immer mehr des wichtigen Grundwassers entzogen. Es kommt zu Austrocknungen, Absenkungen, Überschwemmungen bei Starkregen und nicht reparablen Senkungen des Grundwassers. Zeitgleich muss mehr Wasser aufgebracht werden, um die Leitungen in den ländlichen Regionen zu spülen. Weil dort immer weniger Menschen wohnen, wird auch immer weniger Wasser durch ihr Netz gepumpt. Die Gefahr von bakteriellen Ablagerungen wächst. Deshalb heißt es Pumpen, Pumpen, Pumpen mit Trinkwasser, versteht sich. Weil aufgrund der Abwanderung in die Ballungsräume immer weniger Menschen die gleichbleibend hohen Kosten der Wasserversorgung im ländlichen Raum tragen, liegen die Kosten dort für den Einzelnen oft doppelt so hoch wie im Ballungsraum. Für die in den Wasserregionen lebenden Menschen rechnet sich die Zufuhr von Wasser ins Rhein-Main-Gebiet nicht. Die Entwicklung der Regionen muss sich deshalb auch nach dem Vorkommen des Wassers richten. Das ist ein neuer Gedanke, aber in einer Zeit der Globalisierung und Digitalisierung ist es nicht mehr wirklich erheblich, wo der Arbeitsplatz sich tatsächlich befindet. So kann Landflucht eingedämmt und kostbares Trinkwasser entsprechend seinem natürlichen Vorkommen genutzt werden. Und zuletzt müssen wir die Sauberkeit des Wassers sichern. Wir haben nichts von unserem Wasser, wenn es nicht sauber ist. Kontrollen sorgen dafür, dass wir in Deutschland das Wasser aus dem Hahn trinken können, meistens zumindest. Kritiker wissen, dass die Kontrollen nicht streng genug sind. Das hat auch die Chemikalienbelastung im Hessischen Ried gezeigt. Medikamente, Wasch- und Reinigungsmittel und Landwirtschaft belasten unser Trinkwasser, unser Grundwasser. Was dadurch auf uns zukommt, ist noch nicht abzusehen. Gerade Nitrat ist diesbezüglich eine Zeitbombe. Es dauert rund 10 Jahre, bis Nitrat im Grundwasser ankommt. Die Landwirtschaft ist hierbei nicht nur ideell, sondern insbesondere auch finanziell zu unterstützen. Deutschland hat EU-weit die zweithöchste Nitratkonzentration im Wasser und verstößt bislang gegen die Wasserrahmenrichtlinie. Und Sie, meine Damen und Herren der Regierung, haben offensichtlich kein wirkliches Interesse daran, gefährliche Chemikalien genau zu bestimmen und ihre Einbringung ins Trinkwasser zu verhindern. Ich verweise auf die Kleine Anfrage Hessisches Ried, Frage 2. Gucken Sie sich bitte die Antwort an, Frau Dorn. Über konkrete Vorhaben berichten Sie jeweils nicht. Ihr Berufen auf gesundheitliche Orientierungswerte und der Hinweis auf die Notwendigkeit übergreifender Konzepte zum Gewässerschutz sind nur schwammig. Sie ruhen sich aus nach dem Motto, ich kann nicht, weil. Damit würden Sie in jedem großen Wirtschaftsunternehmen Gefahr laufen, entlassen zu werden. Ich fordere Sie deshalb auf, entschlossener vorzugehen und mutig zu sein. Wir brauchen konsequente Verbote, was die Einbringung von Schadstoffen in unser Trinkwasser anbelangt. Wir brauchen ein mutiges Umdenken, eine neue Wertschätzung unseres Trinkwassers und eine Landesregierung, die unabhängig von Koalitionsgeplänkel klare Regelungen vorgibt. Es geht nicht um ein Entweder-Oder, entweder wirtschaftliches Wachstum oder sauberes Wasser. Es geht um das Sowohl-als-auch.
nur dass dem Wasser ein neuer Stellenwert zugemessen werden muss. Denn sauberes Wasser ist laut Resolution der Vereinten Nationen ein Menschenrecht. Und für dieses haben wir in diesem Saal alle die Verantwortung zu übernehmen. Danke. Vielen Dank, Frau Kollegin Löber. Als nächste Rednerin spricht nun Kollegin Dorn von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Und Herren, bei uns in unserer Region und in Deutschland ist die Trinkwasserversorgung so etwas wie eine Selbstverständlichkeit. Die ganze Welt beneidet uns darum. Wir drehen den Wasserhahn auf. Daraus kommt wunderbares Trinkwasser. Immer wieder geben alle Tests, dass eigentlich das Trinkwasser aus dem Leitungshahn besser ist als das aus der Flasche. Und genau diese Selbstverständlichkeit, die wollen wir erhalten. Genau das ist unser Ziel. Okay, das passt wunderbar dazu. Genau. Klar ist aber auch, und Frau Löber hat das angesprochen, die Wasserversorgung steht auch in Konflikten. Und ganz wichtig dabei ist, dass der Klimawandel diese Konflikte immer mehr verschärfen wird. Und deswegen haben wir uns als Koalition und hat sich die Regierung auch klare Ziele gesetzt in diesem Bereich. Ein wichtiges Ziel ist, dass wir unsere Wasservorräte so nutzen dürfen und müssen, dass sie auch erhalten bleiben. Dann brauchen wir ausreichend Wasser in ausreichend guter Qualität auf Dauer zur Verfügung. Und der dritte Punkt ist für die Wasserentnahme. Da dürfen Natur und Landschaft nicht unter Mitleidenschaft geraten. Und in dieser Balance bewegen wir uns, und genau in dieser Balance handeln wir auch. Es ist so, dass der Wasserbedarf am Rhein-Main, der Rhein-Main-Region, das wurde angesprochen, enorm wächst. Und das ist immer ein sehr emotionales Thema, auch unter den Abgeordneten der verschiedenen Regionen. Das Wasser wird aus den Regionen Vogelsberg, aus dem Ried, aus meiner Region oder unserer Region, Frau Löber, aus der Burgwaldregion sozusagen durch Fernleitungen auch transportiert, damit genügend Wasserversorgung im Rhein-Main-Gebiet, also sozusagen zusätzlich, damit genügend vorhanden ist. Wasser ist ein sehr kostbares Gut, und deswegen hat die Landesregierung, und ich wundere mich, Frau Löber, sehr, ich habe es gar nicht bei Ihnen entnommen, dass wir den Leitbildprozess auf die Agenda gebracht haben. Das ist nämlich genau der Prozess, der wesentlich ist, damit wir genau die Konflikte, die Sie teilweise hier beschrieben haben, angehen. Das hat in Ihrer Ranzenrede gefehlt. Und ich verstehe nicht, haben Sie das nicht mitbekommen oder nehmen Sie das nicht wahr? Die Frau Archinal aus unserer Region hat diesen Leitbildprozess ja auch unglaublich gelobt. Sie hat gesagt, das Leitbild ist eine einmalige Chance für eine nachhaltige Wasserversorgung der nachfolgenden Generationen in Vereinbarkeit mit dem Naturschutz, hat sie selbst gesagt. Ich wundere mich, warum Sie bei diesem Thema dann diesen wichtigen Prozess einfach beiseite lassen. Es ist genau die richtige Antwort, Frau Löber, weil alle Beteiligten in dieser wirklich schwierigen Interessenslage, alle Beteiligten gemeinsam an einem Tisch sitzen, einen Dialog machen und ein Leitbild erstellen sollen, wie nachhaltig eine Wasserversorgung der Zukunft sein könnte. Da lachen Sie, Frau Löber. Das ist interessant. Ich weiß nicht, wie oft Sie schon dabei waren. Klar ist, dass da ganz viele Leute sich sehr, sehr engagiert beteiligen. Die Wasserwirtschaft, die Kommunen, die Naturschutzverbände. Es gibt regional sehr engagierte Initiativen. Ich nenne jetzt den Kurt Wiegel anschauen und die Frau Goldbach, die Schutzgemeinschaft Vogelsberg. Oder auch bei uns in der Region, Frau Löber, die Aktionsgemeinschaft Rettet den Burgwald. All diejenigen beteiligen sich an diesem Leitbildprozess, weil es wichtig ist, dass genau aus diesen verschiedenen Interessen, von Wasserwirtschaft bis zu Naturschutzverbänden, dass es einen Dialog gibt und eine Balance aus den Interessen, sodass wir nachhaltig und zukünftig gut aufgestellt sind. Es ist einfach schlicht die Aufgabe, wir brauchen eine Gewährleistung der Wasserversorgung im Rhein-Main-Gebiet. Die kann man nur gewährleisten durch die umliegenden Regionen. Gleichzeitig darf es nicht zu Schäden an Natur und Landschaft kommen, genau in diesen Regionen, die ich gerade genannt habe, Worratal, Vogelsberg, Hessisches Ried. Und deswegen, was auch wichtig ist, wir reden hier auch über Nutzen und Lasten.
Und auch da braucht es einen Ausgleich. Und deswegen sage ich, es ist teilweise wirklich auch sehr emotional, auch unter uns Abgeordneten, weil man einfach auch sieht, diejenigen, die bringen, wollen auch einen Ausgleich haben dafür, dass andere einen Nutzen haben. Und genau deswegen ist das Thema sehr emotional dort geführt. Aber deswegen gehören auch alle Interessen an einen Tisch. Und deswegen ist es sehr gut, dass sich die Landesregierung, allen voran Umweltministerin Priska Hinz, genau dieser Verantwortung stellt und diese verschiedenen Interessen an einen Tisch bringt. Und was sind denn jetzt Punkte? Wir hatten ja auch gerade dankenswerterweise noch einmal ein Positionspapier geschickt bekommen der Initiativen, die sich da ja sehr engagiert beteiligen. Was fordern die? Und genau das ist ja auch Teil des Leitbildprozesses. Wir müssen stärker das Worst-Case-Szenario in den Blick nehmen. Das heißt, es kommen große Herausforderungen auf uns zu. Auch wenn die Ist-Situation handelbar ist, müssen wir jetzt schon planen, damit wir in der Zukunft auch gut gerüstet sind. Das heißt, bei der Grundwasserneubildung merken wir, es senkt sich. Bei der Grundwassergefährdung merken wir, dass es mehr Probleme gibt. Der Wasserbedarf steigt in den Ballungszentren. Und all das ist auch gerade durch den Klimawandel eben in einer besonderen Herausforderung. Hier gilt es also jetzt für die Zukunft zu steuern, damit wir dann nicht in Probleme geraten, sondern es gilt jetzt zu steuern für zukünftige Herausforderungen. Der zweite Punkt, Kernthema des Leitbildprozesses. Wie kann man das ökologische Risiko minimieren? Es gibt ja glücklicherweise, das war in den Vorgängerregierungen ja gut gemacht, das Konzept der umweltschonenden Grundwassergewinnung. Dadurch gibt es ein umfangreiches Monitoring bei der entsprechenden Gewinnung. Und auch dieses Prinzip gilt es weiterzuentwickeln und weiter Vorsorgemaßnahmen zu treffen. Der dritte Bereich, wie können wir die Versorgungssicherheit im Rhein-Main-Gebiet gewährleisten und dabei nicht nur auf den Fernwasserbezug setzen? Das eine ist sozusagen ein Baustein, aber wir müssen das Ganze integriert betrachten. Integriert heißt auch, wir müssen an den Ursachen auch schauen, wie ist die Forstwirtschaft, die Landwirtschaft. Da sind in der Vergangenheit auch Probleme entstanden. Hier gilt es sozusagen zu beraten, zu unterstützen, dass wir eine wasserschonende Bewirtschaftung haben. Und der letzte Bereich ist die Frage von auch Betriebswasser. Also nicht für alle Anwendungen braucht es dringend Trinkwasser. Und hier gibt es eine Menge Potenziale, die noch zu heben sind. All das sind Bestandteile, das merken Sie, das ist sozusagen aus dem Positionspapier auch die Punkte, die die Aktionsgemeinschaften uns gebracht haben. Genau das sind ja auch die Kernthemen, die im Leitbildprozess diskutiert werden unter dem Naturschutzaspekt, wie gesagt, aber auch die Frage des Ausgleiches zwischen Nutzen und Kosten. Und deswegen finde ich sehr, sehr gut, dass wir genau in diesem Punkt, Frau Löber, uns der Verantwortung für eine nachhaltige Wasserversorgung uns stellen, da, wo wir das möglich machen können. Ich fand es etwas amüsant, dass Sie gerade die Nitratbelastung so betonen und meinen, das würden wir nichts tun. Wir tun alles in unseren Möglichkeiten. Ich weiß nicht, ob Sie den Klimaschutzplan an dieser Stelle mal gelesen haben, was wir alles für die Landwirtschaft in Bereichen, was wir versuchen, an Beratung voranzubringen. Aber wesentlich wäre, dass sich die Bundesregierung auf dieser Ebene bewegt. Und da sind Sie in der Verantwortung. Da würde ich mich sehr freuen, wenn es diese... Es tut anscheinend so weh, Herr Kollege Rudolph. Es tut Ihnen immer wieder so weh, dass Sie auch in der Bundesregierung sind, statt... Insofern, es kann nicht sein, dass Sie immer nur Ihre Verantwortung abdrücken. Wir tun das in unserem Rahmen des Möglichen. Aber auf andere zu zeigen und zu sagen, Sie würden nichts tun, wo man nichts tun kann, sondern wo andere in der Verantwortung sind, das ist ein bisschen leicht, vor allem, wenn das die eigenen Parteikollegen sind. Insofern, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich würde Ihnen einmal vorschlagen, Frau Löber, ich nehme Ihnen durchaus ab, dass Sie das Thema genau wie viele andere regionale Abgeordnete durchaus interessiert und sehr bewegt. Sie machen dazu auch Veranstaltungen, habe ich durchaus auch gelesen. Aber es wäre sehr schön, wenn Sie dann die Prozesse, die auf Landesebene angestoßen werden, die eine Menge Arbeit auch bedeuten, wo eine Menge Mitgestaltungsmöglichkeit existiert, bei uns ist die Frau Kollegin Goldbach da sehr aktiv, dass genau in diesen Punkten auch Mitarbeiter ist. Wir lassen uns da regelmäßig informieren. Wir fragen danach, wir sind mit dabei. Ich rede mit allen Initiativen. Wie können wir euch weiter unterstützen? Nehmen Sie doch die Prozesse an, die auch da sind. Beteiligen Sie sich. Das ist kein Thema, was sich, glaube ich, für das Geplänkel zwischen Opposition und Regierung lohnt. Das ist ein Fachthema, aber ein sehr wichtiges Thema. Machen Sie einfach mit, bringen Sie sich ein. Dafür ist jetzt die Gelegenheit, denn noch läuft der Leitbildprozess. Und wenn Sie sich beteiligen wollten und da etwas beitragen können, wäre das sehr schön. Vielen Dank. Okay.
Vielen Dank, Frau Kollegin Dörner. Als nächster Redner spricht nun Kollege Landa von der CDU-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst freue ich mich, mal heute nicht zu Salzabwässern zu sprechen, sondern zu Trinkwasser. Das ist dann doch auch noch einmal schön, das Thema ein wenig anders zu haben. Aber Spaß beiseite. Ich bin der SPD-Fraktion zunächst einmal ausdrücklich dankbar, dass sie dieses Thema aufgegriffen hat. Weil ich glaube, es ist schon wichtig, dass wir uns mal mit dem Thema Wasser, Trinkwasser beschäftigen und dass wir dieses Thema im Fokus nehmen. Denn es ist ja von meinen Vorrednern auch schon angesprochen worden, wir nehmen es alle als selbstverständlich hin, dass sauberes Trinkwasser aus dem Hahn kommt, dass es jederzeit verfügbar ist. Aber es wird doch nicht so wertgeschätzt, wie es eigentlich der Fall ist. Trinkwasser ist das Ergebnis der Arbeit vieler, vieler Menschen, etwa in den Wasserwerken, in den Gewinnungsanlagen, in den Überwachungslaboren. In Hessen ist die Trinkwasserversorgung aber auch ein Ergebnis einer über 100 Jahre gewachsenen Struktur, auf die wir stolz sein können, aber die heute oft auch teilweise ein Problem darstellt, weil sie den Ansprüchen und Bedürfnissen nicht mehr ganz gerecht wird. Da man früher mit einem ständig, nur mal als Beispiel, steigenden Verbrauch gerechnet hat, wurde die Infrastruktur darauf ausgelegt. Aber nicht zuletzt aufgrund wassersparender Techniken, sparsamerer Haushaltsgeräte, einer verbesserten Rohrnetzpflege und einem veränderten Verbraucherverhalten ging an vielen Stellen der Bedarf zurück. Die Folge ist, und das ist eines der Probleme, die dann da auftreten, die Folge ist, dass Leitungen in vielen Gegenden systematisch gespült werden müssen, um Hygieneprobleme zu vermeiden. Die Bevölkerungsentwicklung, und das ist hier auch schon angesprochen, die sich in natürlichen Ballungsräumen anders entwickelt als auf dem Land, und auch der Klimawandel stellen die Wasserversorgung heute vor Anpassungsnotwendigkeiten, wie sie so halt in der Vergangenheit nicht da war. Die Versorgung mit Wasser zählt aus gutem Grund zum Kernbereich der Daseinsvorsorge, die Pflichtaufgabe der Städte und Gemeinden ist. § 30 des Hessischen Wassergesetzes regelt die Bereitstellung von Trink- und Betriebswasser. Hessen weist, und das ist auch in Teil schon angesprochen worden, auf sehr unterschiedliche Voraussetzungen, was die Trinkwasserversorgung angeht, auf. Es gibt singuläre Versorgungssysteme, es gibt Verbünde, Wasserverbrauchsgebiete, wo eben keine hinreichenden eigenen Wasservorkommen zur Verfügung stehen, und sogenannte Wasserliefergebiete. So können in Frankfurt derzeit nur 30% des Wasserbedarfs aus örtlichen Wassergewinnungsanlagen gedeckt werden. Man ist also somit im hohen Maß auf die Zuleitung beispielsweise aus dem Vogelsbergkreis und dem Hessischen Ried angewiesen. Dies gewährleistet zunächst erst einmal die Versorgungssicherheit, birgt aber auch Risiken. Zu deren Minimierung können folgende Maßnahmen durchaus diskutiert werden. Das Reaktivieren bzw. Anlegen verbrauchsgebietseigener Wassergewinnungsanlagen und die verstärkte Nutzung alternativer Wasserressourcen. Was meine ich damit? Es hat sich gezeigt, dass im Rhein-Main-Gebiet 60% des verwendeten Wassers keine Trinkwasserqualität bedarf. Und damit könnte es durchaus auch sein, dass diese Wasserversorgung eben aus Grundwasservorkommen ohne Schutzzonen oder Oberflächenwasser erfolgt. Und damit würde dann die Lieferung aus den Liefergebieten deutlich entspannt werden. Davon unabhängig wird natürlich das Prinzip des Ausgleiches zwischen den Gebieten, die einen liefern, die anderen verbrauchen es, wird auch in Zukunft Rückgrat der Wasserversorgung in Ballungsräumen sein, eben auch im Rhein-Main. Wasserentnahme zur Nutzung ist zweifelsfrei immer ein Eingriff in die Natur. Er hat Folgen, wie jeder Eingriff des Menschen in die Natur Folgen hat. Deshalb wollen wir als CDU-Fraktion erstens den Wasserverbrauch begrenzen, soweit möglich und nötig, jedoch, und das ist uns ganz wichtig, Nutzungs- und Zugangsbeschränkungen. Denn der Bedarf an Trinkwasser ist hoch. Er verringert sich nach Prognosen leicht in den Regierungsbezirken Kassel und Gießen, erhöht sich aber aufgrund des deutlichen Bevölkerungszuwachses im Regierungsbezirk Darmstadt. Und damit haben wir das, auch was wir die unterschiedliche Regionalität angeht, auch wiedergefunden. Zweitens. Die Wasserbeförderung durch umfassende technische Lösungen und Diversifizierung des Dargebotes umweltverträglich gestalten. Auch das hatte ich vorhin schon kurz erwähnt. Damit stellen wir auch sicher,
dass die Entnahme zwar Folgen hat, aber keine Schäden verursacht, was klare Regeln zur Bewirtschaftung der Grundwasserspiegel bedingt. So wird in den wasserrechtlichen Verfahren für eine Grundwasserentnahme – und deshalb, Frau Löber, wir haben das schon alles geregelt – für die Grundwasserentnahme nicht nur die Eingriffsintensität auf den Bodenwasserhaushalt und die Auswirkungen auf den betroffenen Naturraum, sondern auch von den Wasserversorgungsunternehmen wird ein umfangreiches hydrogeologisches, wasserwirtschaftliches und landschaftsökologisch bodenkundliches Monitoring verlangt. Damit will man eben schauen, dass man in den Einklang kommt zwischen dem, was für die Natur wichtig ist, aber auch was für die Versorgungssicherheit der Menschen mit Wasser notwendig ist. Drittens, Folgen ausgleichen, wo dieses angezeigt ist. Das bedarf der Solidarität zwischen den abgebenden und empfangenden Regionen, die aus Verständnis und Vertrauen erwächst, aber auch daraus, dass man einen echten Ausgleich schafft, der als gerecht empfunden wird. Die Frage, ob Umweltbeeinträchtigungen Teil der Entstehungskosten des Wassers sind und deshalb über den Wasserpreis abzugelten und zu beheben sind, muss in einem Gesamtrahmen beantwortet werden. Viertens. Darauf hinwirken, dass künftige behördliche Entscheidungen über die Wassergewinnung und Versorgung intensiver aktuellen Entwicklung berücksichtigen. Abnehmende Grundwasserneubildung und Wasserhaltekapazität der Böden infolge klimatischer Veränderungen sowie eine zunehmende Grundwassergefährdung durch Schadstoffeinträge und Bodenübernutzung mögen hier Stichworte sein. Dies soll helfen, mögliche Schäden in den Beziehungsräumen ebenso wie die Gefährdung der Versorgungssicherheit abzuwenden. In diesem Zusammenhang kann ich nur noch einmal das Leitbild erwähnen, das Frau Dorn angesprochen hat, weil hier genau auf diese Dinge bereits eingegangen wird. Und Frau Löber, es ist ja nicht so, als wenn wir sozusagen auf diesem Gebiet ein Entwicklungsland sind. Nein, wir haben all die Probleme erkannt, wir widmen uns ihnen. Und wir, vor allen Dingen, das ist auch wichtig, Frau Dorn hat es gesagt, wir tun das im Einklang mit allen Akteuren und nicht sozusagen, dass einer bevorzugt wird und die anderen müssen dann schauen, wie sie dann damit klarkommen, sondern wir tun es mit Einklang aller Akteure. Da möchte ich nur noch einmal, auch weil mir das wichtig ist, ein Wort zur Qualität des Trinkwassers sagen. Ist klar, sie ist in Deutschland wie in Hessen hoch. Es ist ein Schatz, den aber nicht immer jeder so zu würdigen weiß und der uns natürlich auch verpflichtet, mit ihm sorgsam umzugehen. Wir haben in Hessen 7.000 Anlagen, wo Wasser entnommen wird. Es ist ungefähr eine halbe Milliarde Kubikmeter, die wir im Jahr fördern. Das sind natürlich auch Verunreinigungen und Kontaminierungen nicht immer vollständig auszuschließen. Aber Frau Löber, wenn Sie dann so tun, als wenn da ein Riesengefährdungspotenzial ist, dann schauen Sie sich die Zahlen an. Zu weit über 99% können wir immer absolut reines, sauberes Trinkwasser unseren Bürgerinnen und Bürgern auch zur Verfügung stellen. Das darf man auch einmal erwähnen. Ich will da alleine nur einmal sagen, Hessenwasser als der größte hessische Lieferant nimmt z.B. jährlich über 200.000 Analysen vor. Aber wie gesagt, Keime und Bakterien finden durchaus immer einen Weg rein. Und inzwischen existieren ja auch einige andere Herausforderungen, die durch verfeinerte Analytik, die heute zur Verfügung steht, erst sozusagen in das Bewusstsein oder in die Kenntnis getreten sind, denen man sich in der Vergangenheit einfach deshalb nicht gewidmet hat, weil sie nicht feststellbar waren, aber die verfeinerte Analytik macht das heute möglich. Ich will zum Schluss sagen, wir haben Herausforderungen in der Trinkwasserförderung zur Verfügungstellung und Versorgung. Wir nehmen uns denen an. Das ist von meiner Kollegin Dorn und von mir gesagt worden. Aber es ist natürlich trotzdem wichtig, wir wollen auch künftig unseren Bürgern immer verlässlich sauberes Trinkwasser bezahlbar zur Verfügung stellen. Und da ist es natürlich auch eine permanente Aufgabe, all diejenigen, die dort irgendwo involviert sind, sich da auch genau in diesem Sinne einzubringen. Und lassen Sie mich ganz zum Schluss noch einmal etwas vortragen aus dem Branchenbild der deutschen Wasserwirtschaft. Weil ich glaube, in diesem Branchenbild, was ein Fünf-Säulen-Konzept beschreibt, ist alles zusammengefasst, was wichtig ist, was sozusagen das Grundgerüst war, aber auch in der Zukunft sein wird, sicherlich mit der einen oder anderen Modifizierung. Ich darf Frau Präsidentin zitieren. Langfristige Sicherheit der Versorgung und Entsorgung, hohe Trinkwasserqualität, hohe Abwasserentsorgungsstandards, hohe Kundenzufriedenheit und sorgsamer Umgang mit den Wasserressourcen bei wirtschaftlicher Effizienz. Das sind die fünf Säulen der
Wasserwirtschaft. Ich denke, damit ist alles gesagt, was wichtig ist, um auch in Zukunft das zu liefern an den Bürgern, was ich vorhin gesagt habe, sauberes, bezahlbares und immer verfügbares Trinkwasser. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Landau. Als nächster Redner spricht nun Kollege Lenders von der FDP-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich habe dann mal die Rede von unserem hahnpolitischen Sprecher übernommen. Er fühlte sich ja die ganze Zeit schon angesprochen und will vorweg sagen, ich habe das jetzt schon gelernt, also, dass ich mich eingehend mit der Beantwortung der Landesregierung auf die Fragen beschäftigt habe. Okay, das hat sich dann wohl erübrigt nach den Stellungnahmen. Es geht wohl um vieles jetzt in dieser großen Anfrage, aber nicht mehr um die Beantwortung oder über die Antworten, die die Landesregierung gegeben hat. Ich versuche das also jetzt mal irgendwie wieder dann auf die dann selber zu interpretieren. Meine Damen und Herren, Frau Löber, bei den Volkswirten redet man beim Wasser ganz gerne von einem nicht knappen Gut. Wir unterscheiden in der Volkswirtschaft zwischen knappen Gütern und nicht knappen Gütern. Wasser gehört zu den nicht knappen Gütern. Das, was Sie eben angesprochen haben und wo Sie mit angefangen haben, war der Kampf um das Wasser. Das stimmt, das ist weltweit ist das natürlich schon ein herausgehobenes Problem. Allerdings nicht bei uns in unseren Regionen. Also, wenn wir uns um Hessen kümmern, müssen wir sagen, wir leben in einer Region, wo das Trinkwasser, das ist eben schon der Kollege Hahn sozusagen angesprochen worden, wo das Trinkwasser aus dem Hahn kommt und damit das Lebensmittel Nummer eins ist. Es ist das meist- und bestkontrollierteste Lebensmittel, was wir überhaupt in Deutschland haben. Und, daher haben wir sicherlich eine gesegnete Region. Und dennoch bleibt es natürlich dabei, dass wir Probleme bei der Frage, bei dem Komplex Wasser auch in Hessen haben. Die können wir gerne einmal diskutieren. Ich will Ihnen nur eins aber vorwegschicken. Wenn Sie sich mit Abwasserverbänden unterhalten und Sie das Lied singen, dass wir dringend Wasser einsparen müssen, dann haben wir mittlerweile eine Situation, dass die Verbraucher so viel Wasser eingespart haben, dass wir die Leitungssysteme kaum noch aufrechterhalten können und erheblichen Sanierungsbedarf bekommen, was mit erheblichen Kosten verbunden ist. Das ist die Realität hier bei uns in Hessen, Frau Löb. Und meine Damen und Herren, diese Situation, das macht es nicht einfacher für die kommunale Familie, aber insgesamt sind die Behörden und die kommunale Familie bei der Wasserversorgung hervorragend aufgestellt. Skandale gibt es hier nicht. Wir haben wirklich ein tolles Lebensmittel. Meine Damen und Herren, wo wir dann einmal hingucken müssen, Wasser, das ist immer ein Interessenskonflikt. Schauen wir einmal auf den Edersee. Da ist heute überhaupt noch nicht die Rede von gewesen. Da haben Sie einen klassischen Konfliktpotenzial. Sie haben auf der einen Seite beim Edersee den Tourismus, der vom Wasser lebt, das ist der Edersee an sich. Und auf der anderen Seite haben wir aber eine Nutzung für den Edersee vorgesehen, für die Schiffbarkeit der Fulda. Und beide Interessen sind ganz schwer miteinander übereinander zu bringen. Auch da ist Politik gefordert, hier einen ständigen Ausgleich der Interessen vorzunehmen. Bleiben wir. Also für mich ist das die Fulda, weil das bei Kassel reingeht, meine Damen und Herren. Aber es geht darum, die Fulda schiffbar zu halten, weil Sie haben, lassen wir diese Fachsimpelei. Für mich ist das Fulda. Ich hatte eigentlich gehofft für den Kollegen Arnold auch, aber das macht nichts. Versuchen wir einfach mal uns irgendwo an dem Thema Wasser jetzt weiter anzuarbeiten. Meine Damen und Herren, bei der Werra, wenn Sie da schon darauf ansprechen, Werra und Weser, Kali und Salz. Wir haben das Problem der Abwässer bei Kali und Salz rauf und runter diskutiert. Aber wenn man einmal überlegt, wo wir bei den Einleitungen in der Werra und Weser, wo wir daherkommen, welche Grenzwerte wir damals hatten, als wir noch eine DDR hatten, der Kollege Wiegel sagt es ja zu Recht, da hatten wir Schaumkronen auf diesem Gewässer.
Wir haben eine große Anhörung durchgeführt in Kassel. Und die Einzigen, die ich sag mal, etwas Fachkompetenz versucht haben hineinzubringen, wie ist denn das mit dem Fischbestand, das war das Leibniz-Institut. Und die haben gesagt, es ist für den Fischbestand nicht so sehr entscheidend, wie hoch die Einleitungswerte sind, sondern sie müssen möglichst stabil bleiben. Was wir für Diskussionen aber mittlerweile haben, um das Unternehmen Kali und Salz und seine, die Entsorgung der Haldenwässer, meine Damen und Herren, das ist manchmal verrückt, wenn wir das diskutieren, wenn man sich anschaut, wo kommen wir her und wie viel haben wir schon erreicht und wie viele Landesregierungen, das ist ja nicht nur schwarz-gelb gewesen, das ist auch diese Landesregierung, die schon eine Menge dabei erreicht hat. Auch das darf man an dieser Stelle einfach mal sagen. Also ein bisschen ist es so, also, dass wir das Problem versucht haben, hier zu erzeugen mit der großen Anfrage, ein Problem zu skizzieren, wo eigentlich keins da ist. Beim Hessischen Ried, ja, das stimmt. Das Hessische Ried, das hat immer noch keine adäquate Lösung. Da müssen wir weiter daran arbeiten. Aber, meine Damen und Herren, es ist natürlich auch dem geschuldet, dass wir eine Versorgungssituation im Rhein-Main-Gebiet von Wasser haben, die eben organisiert werden muss. Ich will ja auch gar nicht alle Probleme da wegnuscheln. Aber dass wir, eine der zentralen Fragen wird dabei zum Beispiel sein, wer wird so etwas wie den Waldumbau denn finanzieren? Wird sich die Landesregierung, wird sich eine schwarz-grüne Landesregierung beim Waldumbau beteiligen oder lassen wir die Kommunen vor Ort mit diesen Problemen alleine? Das ist eine Frage. Da könnten wir uns mal trefflich darüber unterhalten. Auch der Vogelsberg, Kurt Wiegel, der weiß es auch. Es sind zunehmende Probleme im Rhein-Main-Gebiet. Immer mehr Menschen kommen dahin. Und am Ende ächzt ja der Vogelsberg da unter den Lasten, die da finanziell gestemmt werden muss. Das sind Herausforderungen. Da lässt sich dann wirklich mal darüber diskutieren. Lassen wir die Regionen, die die Menschen im Rhein-Main-Gebiet mit Wasser versorgen müssen, dann mit ihren finanziellen Problemen alleine. Da kommen wir dazu. Das ist nur ein Problem. Ländlicher Raum, Ballungsraum. Ja, meine Damen und Herren, ich möchte auch noch einmal kurz skizzieren, wo Probleme tatsächlich entstehen können. Haben wir wirkliche Probleme oder machen wir sie uns? Da gab es eben den Hinweis vom Kollegen Boddenberg an der hahnpolitische Sprecher müsste doch reden wegen der Hassia bei sich im Landkreis oder Kollege Arnold mit der Rhönsprudel fürs DINAM. Da stellt doch tatsächlich ein Regierungspräsidium fest, dass wir mittlerweile nicht relevante Metabolite bei Mineralwasser feststellen. Wie kann man das feststellen? Indem wir die Messeinheiten, die Messmethoden genauer hinbekommen. Das heißt also, fast gefühlte 100 Jahre war das Mineralwasser in Hessen ein hervorragendes Lebensmittel. Und wir so ein Langweiler? Nein, ich habe mit dem Kollegen. Ich war der Langweiler. Meine Damen und Herren, das, als Landesregierung, das geht halt dann nicht gut. Das geht dann nicht gut. Das geht dann nicht gut. Aber bei den nicht relevanten Metaboliten, Frau Ministerin, zuhören. Das Regierungspräsidium hat es ja auch schon geschafft, dann auch eine Lösung herbeizuführen. Aber wir kriegen bessere Messmethoden. 100 Jahre lang war Mineralwasser kein Problem. Auf einmal stellt man etwas fest, was da seit vielen Jahrzehnten drin ist, und man sagt auf einmal, das darf da aber nicht drin sein. Unternehmen werden in ihrer Existenz bedroht. Wichtige Unternehmen bei uns im ländlichen Raum, meine Damen und Herren, das sind Dinge, da müssen wir uns darüber unterhalten. Ist das etwas, was wir jetzt im Mineralwasser gefühlt auf einmal gesehen haben, oder ist es ein real existierendes Problem? Frau Löber würde sagen, es ist ein real existierendes Problem. Ich würde sagen, 100 Jahre lang ist es so gut gegangen. Ich glaube, wir sind beim Wasser, und das zeigt eigentlich auch gerade diese nicht nachweislichen Metabolite. Da ist übrigens dann in der Anfrage überhaupt keine Rede von gewesen. Meine Damen und Herren, wir sind in Hessen hervorragend aufgestellt, was die Wasserversorgung anbelangt. Wir brauchen keine Probleme und schon gar nicht Lösungsansätze, die die Frau Löber jetzt eben für die SPD skizziert hat. Eine Forderung, dass es jetzt immer eine Wasserpriorisierung bei allen Baumaßnahmen, bei allen Maßnahmen geben soll. Meine Damen und Herren, das wird mit der FDP mit Sicherheit nicht zu machen sein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Lenders. Als nächste Rednerin spricht dann Kollegin Schott von der Fraktion DIE LINKE.
Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Gäste, vor allen Dingen die aus der betroffenen Region, herzlich willkommen hier. Die Antworten der Landesregierung sind zwar zugegebenermaßen umfangreich, aber werfen doch viele neue Fragen auf und bleiben im Kern vage, da, wo sie unangenehm werden könnten. Wirklich aussagekräftige Antworten bleiben sie schuldig. Im Grunde alles, was Rückschlüsse auf die Lage im Wasserwerk Woratal zulässt. Sie sagen nichts Präzises zu den Ergebnissen des verpflichteten hydrogeologischen wasserwirtschaftlichen Monitoring. Und ja, Sie haben relativ schnell geantwortet. Und die Antworten kamen bei uns Ende März an. Das finde ich an der Stelle schon ein erstaunliches Datum, denn ein Schelm ist, wer dabei Böses denkt, wenn man weiß, dass am 31. März der Jahresbericht des Wasserwerks Woratal beim RP vorliegen musste. Sonst brauchen Sie für große Anfragen oft deutlich länger und verlängern auch noch einmal. Das hier wäre ein Zeitpunkt gewesen, wo man noch einmal hätte abwarten können, um das auch mit einzubeziehen. Spannend wären nämlich die Ergebnisse gewesen, um den Nachweis zu erbringen in Ihrem eigenen Interesse, dass sowohl die Genehmigung als auch die Schutzmaßnahmen richtig hilfreich und zielführend sind. Das haben Sie aber vermieden. Und damit verschärfen Sie die Befürchtungen der Menschen in der Region, die eben auch, eine Bedrohung ihres Grundwassers wahrnehmen. Und das genau hätten Sie damit entkräften können. Sie sagen nichts Präzises zu den Ergebnissen des externen Monitorings durch den DVGW oder wann dieses begonnen hat. Schließlich sagen Sie auch nichts Präzises zum ökologischen Grundwasserwarnwert im Wasserwerk Woratal und ob dieser irgendwann einmal erreicht worden ist, ob der überschritten worden ist, ob deswegen eingestellt werden musste. Keine Information, nur dass es den gibt. Vielleicht ist ja alles in Ordnung, aber auch dann wäre es hilfreich gewesen, das die Menschen wissen zu lassen, damit diese Informationen eben die Entwarnung geben, wenn sie denn gegeben werden kann. Oder aber wissen, es ist an dieser Stelle eben nicht angesagt, sich hier zurückzulehnen, sondern man muss genau hingucken. Sie haben die Chance verpasst, das klarzustellen. Das wären die Antworten gewesen, die Rückschlüsse auf die Situation im Woratal und auf die Wirksamkeit Ihrer Maßnahmen zulassen würden. Es ist ja schön, dass Sie sich das Konzept der umweltschonenden Grundwassergewinnung auf die Fahnen schreiben. Nur bedauerlicherweise scheint Ihnen das nur dort wichtig zu sein, wo die Schäden schon offensichtlich sind, im Hessischen Ried und im Vogelsbergkreis. Das, meine Damen und Herren, ist klassische Symptombekämpfung und ändert nichts an den Ursachen. Die Übernutzung des Grundwassers, und dann, wenn es ohne ökologische Vernunft geschieht, ist das ganz besonders schlimm. Die Exportgenehmigungen für das Wasserwerk Woratal bezeugen, dass sie die Fehler der Vergangenheit wiederholen und schlimmer noch, die Konsequenzen hieraus wieder einmal den kommenden Generationen aufladen wollen. Wie die oberhessische Presse schreibt, erreicht die Ausnutzung der Grundwasserneubildung im Wasserwerk Woratal 76%. Einen der höchsten Werte in ganz Hessen. Und es ist bezeichnend, dass die Landesregierung hier noch Luft nach oben sieht. Wie sonst ist die Exportgenehmigung von 2 Millionen Kubikmeter pro Jahr ins Rhein-Main-Gebiet zu interpretieren? Und, Frau Dorn, Sie haben vorhin vom Leitbildprozess gesprochen. Der ist richtig und wichtig. Ja, aber wenn man vorher oder zeitgleich Fakten schafft, dann führt man den Prozess ad absurdum. Die Genehmigungen sind da. Die Exporte sind da, das Wasser wird transportiert. Wir wissen nicht, in welcher Höhe tatsächlich. Auch das wäre noch einmal eine spannende Frage gewesen. Aber man kann sich doch nicht hier hinstellen und lang und breit über Beteiligung reden, darüber, dass alle gehört werden sollen, dass wir die Experten haben, dass alle an einem Tisch sitzen, dass man dann gemeinsam zu Ergebnissen kommen will, die zielführend sein sollen. Und gleichzeitig hat man aber im Oktober des vergangenen Jahres Fakten geschaffen. Und es sind doch genau diese Fakten, die die Menschen beunruhigen. Und das widerspricht
doch dem Prozess haften. Prozess heißt, man berät gemeinsam und kommt dann zu einem Ergebnis und nicht, man rammt ein paar Pfeiler ein und dann sagt man so, jetzt seht mal zu, wie ihr damit klarkommt und das Ganze nennen wir dann Prozess, weil ihr dürft auch noch was dazu sagen. Das ist eben kein Prozess und ich finde es bedauerlich, weil ich fand den Leitbildprozess auch eine sinnvolle Geschichte und es war auch eine gute Idee, das zu machen und es ist auch dringend notwendig und Sie sollten es mit Ernsthaftigkeit und mit Leben erfüllen und eben nicht vorher Fakten einrahmen. Weil wenn man die hat, kommt man hinterher schwer zurück. Und wenn man Genehmigungszeiträume von 30 Jahren hat, dann kommt man ziemlich in die Bredouille. Man muss darüber nachdenken, ob man solche langen Genehmigungszeiträume heute überhaupt noch haben kann. Wir haben ökologische Veränderungen, wir haben Klimaveränderungen. Wir müssen relativ schnell und zeitnah reagieren können. Und 30 Jahre ist alles andere als schnell und zeitnah. Das heißt, wir müssen hier ernsthaft darüber nachdenken, wie wir die Prozesse an der Stelle verändern und gestalten können. Und das braucht aber auch den Mut zu sagen, ja, in der Vergangenheit hatten wir 30 Jahre Genehmigung. Ja, wir hatten diese Planungssicherheit. Die können wir uns aber heute nicht mehr leisten, weil die ökologische Grundsicherheit das höhere Gut ist, das wir an der Stelle haben müssen und auf das wir achten müssen. Es ist aber damit ja noch nicht gut. Wir haben außerdem eine Situation, die aus Ihren Antworten hervorgeht, dass sich die auf die Wasserwerke zurückführbaren Fälle von bakterieller Verunreinigung an manchen Stellen verdreifacht haben. Und wir haben keine wirklichen Antworten darauf, warum. Und wir haben keine wirklichen Antworten darauf, was Sie dem entgegenstellen wollen. Und ja, Gott sei Dank, wir können unser Leitungswasser die meiste Zeit des Jahres an den meisten Orten im Land trinken. Aber wir haben eben genau diese Steigerung der Probleme. Da müssen wir doch einmal hinschauen, was ist das denn und wo kommt das her und wie können wir dem begegnen? Und was machen Sie? Sie schränken die Berichtspflicht ein. Das ist dann richtig hilfreich. Sie haben die detaillierte Ursachenaufschlüsselung abgeschafft. Sie haben selber geschrieben, das können wir Ihnen nur über 2 Jahre berichten, weil davor gab es das nicht, danach machen wir es nicht mehr. Das ist doch nicht die Reaktion, die wir dafür brauchen. Wir brauchen Transparenz. Wir brauchen genau das, dass wir wissen, worum es hier geht. Und Sie bleiben auch jede genaue Aufschlüsselung bezüglich der Liefermengen der Verbünde in das Rhein-Main-Gebiet schuldig. Nix. Aber dass Sie genau diesen Aufschlüsselungen eben nicht wohlgesonnen sind, das wissen wir jetzt bereits. Besonders tragisch ist aber, dass die Landesregierung hier das Kernproblem mal wieder unangetastet lässt. Immer wieder sinkt der Grundwasserspiegel auf Kosten der Umweltschutzzonen in Hessen, im Ried, im Burgwald, bei Marburg. Und immer noch gibt es Planungen, Brunnen und Wasserwerke in Frankfurt zu schließen. Die sind ja nicht vom Tisch, da die unendlich ergiebigen Fernleitungen ja fleißig weiter sprudeln. Noch immer muss immer mehr Wasser über eben diese Fernleitung ins Rhein-Main-Gebiet geschleust werden, auf Kosten des Grundwasserspiegels und der Umwelt in den Wassergewinnungsgebieten. Was Sie hier betreiben, ist eine Umweltpolitik zugunsten des Ballungsraums, aber auf Kosten des Landes. Meine Damen und Herren, das ist weder nachhaltig noch sinnvoll und ganz sicher auch nicht umweltbewusst oder grün. Grün wäre an dieser Stelle, wenn Sie das, was Sie selber einmal gesagt haben, beispielsweise zu gucken, wie kriegen wir das, was die Marburger Solarsatzung, und zwar im weitesten Sinne, das Wort Brauchwasser ist hier heute oft genug gefallen, tatsächlich in die Tat umgesetzt. Warum können immer noch Baugebiete ausgewiesen werden, in denen wir eben nicht verpflichtend Brauchwasseranlagen haben, in denen wir eben nicht dafür sorgen, dass nach den neuesten ökologischen Erkenntnissen gebaut wird? Das kann man ändern. Es ist Planungsrecht, und genau dieses Recht kann man beeinflussen. Und da kann man genau die Möglichkeit und die Pflicht hätten wir hier in diesem Haus, dafür Sorge zu tragen, dass wir zu einem ökologisch nachhaltigen Bauen kommen. Und jetzt erzählen Sie mir bitte nicht, es kostet 3,50 Euro mehr. Die Schäden, die unsere Wasserversorgung anrichtet, die Schäden, dass wir nach wie vor im 21. Jahrhundert unsere Toiletten mit Trinkwasser spülen, die sind ungleich viel höher und eigentlich irreparabel und längst nicht mehr zeitgemäß. Und genau aus diesen Gründen müssten wir an dieser Stelle tatsächlich die Pflöcke einrammen, an dieser und nicht an anderer Stelle, um dafür Sorge zu tragen. Ja, ich habe eine Brauchwasseranlage in meinem Haus. Noch Fragen? Und es ist ein altes Haus, und ich habe sie nachgerüstet.
Und das ist machbar. Das ist auch im alten Bestand machbar. Und das ist erst recht in Neubaugebieten machbar. Und das sind die Punkte, die wir hier dringend beraten müssten und wo wir gucken müssten, dass wir da ganz schnell zu Lösungen kommen. Weil das wäre dann nämlich nachhaltig. Und das ist notwendig. Und das ist, was die Zeit heute fordert. Weil damit können wir dann nämlich wirklich Trinkwasser sparen und vermeiden an ganz vielen Stellen, dass wir lange Rohrleitungen immer wieder haben müssen, die dann zu solchen Versorgungssituationen kommen. Wenn Sie im wahrsten Sinne des Wortes den ländlichen Raum austrocknen, dann verschärfen Sie damit nur den Zuzug in die Städte und damit die exponentiell ansteigende Problemkonzentration in den hessischen Städten, wie z.B. die Wohnungsnot. Darüber hinaus sind es eben die Großstädte, die den Wasserstress verursachen. Sie kippen hier Öl ins Feuer und setzen einen Teufelskreis in Bewegung. Es sind kurzsichtige Maßnahmen wie diese, die die Einwohnerinnen und Einwohner im ländlichen Raum als Bürger und Bürgerinnen zweiter Klasse fühlen lassen, sei es beim ÖPNV, bei der ärztlichen Versorgung oder eben beim Wasserexport. Ja, es wird Zeit, dass wir hier zu Veränderungen kommen, und es wird Zeit, dass Sie für mehr Transparenz sorgen. Vielen Dank, Frau Kollegin Schott. Für die Landesregierung spricht nun Frau Staatsministerin Hinz. Bitte schön, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ja, es stimmt, Trinkwasser ist Lebensmittel Nummer eins. Auch ich trinke in der Regel Leitungswasser. Ich mache auch gerne Werbung dafür, weil es so ist, dass wir Trinkwasser haben, das am besten und bestens überwacht ist, das in der Mehrzahl der Fälle auch wirklich so gut ist, dass man es auch für die Säuglingsnahrung verwenden kann. Auch das muss man ja deutlich sagen. Es hat oft bessere Werte als, Herr Kollege Hahn, Sie mögen es mir verzeihen, als Mineralwasser. Ja? Aber wir können uns jedenfalls glücklich schätzen, dass wir so gutes Wasser in Hessen und in Deutschland haben. Und natürlich erfüllt Wasser und vor allen Dingen das Grundwasser in der Natur vielfältige Funktionen. Viele Biotope in Hessen sind unmittelbar von Grundwasser abhängig und tolerieren auch nur kleine Schwankungen des Grundwassers. Die öffentliche Wasserversorgung ist von Grundwasser abhängig, von der Quantität des Grundwassers. Und die öffentliche Wasserversorgung ist damit Bestandteil eines komplexen Wasserressourcenmanagements, das zahlreiche Aspekte berücksichtigen muss. Der flächendeckende und vorsorgende Grundwasserschutz dient damit der Sicherung der intakten Umwelt, auch für kommende Generationen und für die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung. Ich will schon deutlich machen, dass wir heute durchaus in Hessen trotz aller Herausforderungen, auf die ich nachher auch noch einmal eingehen will, eine vergleichsweise gute Situation haben. Wir haben eine Zeit gehabt von Wassernotständen. 92, 93 im letzten Jahrtausend oder auch der nur wenige Jahre später anzutreffende hohe Grundwasserstand mit Vernässungsschäden in Südhessen. Das ist noch gar nicht so lange her. Das muss man sich einmal vorstellen. Es ist noch nicht so lange her. Demgegenüber haben wir heute eine doch relativ gute Situation. Ich will es aber nicht schönreden. Natürlich haben wir Konflikte bei der Grundwassernutzung und vor allen Dingen, was die Frage der Ressource Trinkwasser angeht. Wo wird das Grundwasser genutzt und für wen wird es genutzt? Wo wird es hingepumpt? So, da haben wir tatsächlich durchaus Konflikte. Wir haben als Landesregierung mit dem Grundwasserbewirtschaftungsplan Hessisches Ried und den Grundsätzen einer umweltgerechten Grundwasserentnahme im Vogelsberg erhebliche Anstrengungen in den letzten Jahren bereits unternommen, um diese Nutzungskonflikte zu mindern. Aber
Ich will trotzdem noch einmal feststellen, heute ist die Trinkwasserversorgung in Hessen sichergestellt. Das will ich schon für alle Landesteile sagen, auch wenn mir immer Sorgen entgegengebracht werden, die wir durchaus ernst nehmen, und Befürchtungen, die wir dann auch beraten, auch in einem Leitbildprozess jetzt beraten. Aber es ist so, die Trinkwasserversorgung in Hessen ist zuverlässig sichergestellt. Konkret wird in Hessen eine Wassermenge von über 380 Millionen Kubikmetern jährlich für die öffentliche Trinkwasserversorgung bewirtschaftet. Um es plastischer auszudrücken, damit man sich das auch richtig vorstellen kann, was es bedeutet, das entspricht rund 2,5 Milliarden Badewannenwasser. So, jetzt können Sie sich das einmal so vorstellen, was das heißt. Ja? Also man weiß in etwa, wie groß eine Badewanne ist, ne? Das immerhin. Das, ne? Weißt du auch, wie groß eine Badewanne ist? Okay. Da, lauwarm. Lauwarm. Badewasser lauwarm. Die Leistungsfähigkeit des Systems zeigt sich gerade auch nach einem relativ niederschlagsarmen Winter. Aber nicht nur die Trockenphasen stellen eine Herausforderung für die Wasserversorgung dar, und vor allen Dingen in künftigen Zeiten. Der demografische Wandel, der Zuzug in die Ballungsräume, im Übrigen, Frau Löber, der Zuzug in die Ballungsräume, vor allen Dingen Rhein-Main-Region, geschieht nicht in erster Linie durch Wegzug aus den ländlichen Räumen, wie Sie irrtümlich hier vorgetragen haben, sondern vor allen Dingen durch Zuzug aus anderen europäischen Ländern und darüber hinaus. Das ist die wahrhafte Zuzugsbewegung. Auch eine fortschreitende Individualisierung des Lebens führt zu einem Anpassungsdruck auf die Wasserversorgung. Und natürlich spielt der Klimawandel jetzt und der Klimawandel künftig, weil wir, da sind wir leider noch nicht am Ende, eine immer größere Rolle im Hinblick auf die Grundwasserneubildung und damit auch auf die Trinkwasserversorgung. Deswegen haben wir als Umweltministerium im vergangenen Jahr den Leitbildprozess für ein integriertes Wasserressourcenmanagement Rhein-Main gestartet. Wir wollen die zukünftige Ausrichtung der Wasserversorgung mit all den Kriterien, die ich eben auch genannt habe, mit den relevanten Akteuren erörtern, mit den Wasserversorgern, mit den Fachleuten, mit den Kommunen, mit den Schutzverbänden und auch mit den Abgeordneten, die dazu nämlich herzlich eingeladen sind und teilweise auch kommen zu den Sitzungen. Ein wichtiges Thema in diesem Prozess ist die Versorgungssicherheit aus einer übergeordneten Perspektive, die die Situation im Ried und im Vogelsberg, im Burgwald ebenso in den Blick nimmt wie in der Metropolregion. Denn die Ballungsräume werden mit Wasser aus den ländlichen Regionen beliefert. Das wird auch künftig so sein. Das ist keine Frage. Da will ich auch niemandem irgendetwas vormachen. Aber es geht um den Ausgleich zwischen den Regionen. Es geht um die Frage, wie viel kann wohin überhaupt noch transportiert werden. Es geht um die Frage der Lastenverteilung, ja, Belastungs- und Lastenverteilung. Es geht auch um die Frage der Erteilung von Wasserrechten, und das auch immer auf dem Hintergrund der ökologischen Anforderungen. Weil wir haben in den ländlichen Regionen Landwirtschaft, wir haben bewaldete Gebiete. Auch die würden leiden, wenn wir mehr als die Grundwasserneubildung hergibt, in die Metropolregion hineinpumpen. Meine Damen und Herren, Frau Ministerin, lassen Sie eine Frage von Kollegen Lenders zu. Ja, bitte. Frau Ministerin, können Sie uns denn sagen, weil Sie gerade von dem Ausgleich gesprochen haben der Region, also sprich Vogelsberg, Hessisches Ried, Ballungsraum, Sie haben es ja skizziert, es soll einen Ausgleich geben, aber wie soll er denn nach Ihrer Meinung nach aussehen? Könnten Sie das denn schon mal etwas konkretisieren?
ich heute und kann ich heute nicht konkretisieren, weil wir dafür ja diesen Leitbildprozess machen. Wir wollen ja möglichst eine Einigung zwischen den Akteuren gemeinsam haben, weil das auch ein Gemeinschaftswerk sozusagen werden soll, damit hinterher auch möglichst eine hohe Zufriedenheit über die Lösung besteht. Deswegen glaube ich, ist es sinnvoll, dass ich heute nicht irgendetwas hier verkünde, weil das, glaube ich, würde den Leitbildprozess und das Vertrauen, was da ja auch jetzt langsam gewachsen ist, dass wir es ernst meinen mit einem solchen Prozess, würde das stören. Ein wichtiges Thema wird auch dabei der Umgang mit Brauchwasser sein. Auch da, glaube ich, kann man noch einiges machen, was heute so nicht stattfindet. Man muss nicht immer Grundwasser und Trinkwasser nehmen für alle Bereiche, für die wir Wasser brauchen. Hier können neue Ansätze gefunden werden, um den Druck auf die Wasserressourcen zu verringern. Ich will noch auf einen weiteren qualitativen Aspekt eingehen, gerade auch Stichwort Hessisches Ried. Wir wollen bis Ende des Jahres eine Strategie mit guten und effizienten Maßnahmen der Reduzierung und Vermeidung von Spurenstoffen erarbeiten. Auf der Grundlage der vom Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie in 2016 durchgeführten Bestandsaufnahme sowie dem Symposium, das wir im März 2016 durchgeführt haben, zu den sogenannten Spurenstoffen im Hessischen Ried. Und Frau Ministerin, Löber, ich muss Sie an die Redezeit erinnern. Ja, ich will das aber noch zu Ende führen. Weil, Frau Löber, Sie haben da, glaube ich, etwas durcheinandergebracht. Das hat nichts mit Nitratbelastung zu tun. Die Frage der Nitratbelastung hat etwas zu tun auch mit der Frage des Düngegesetzes und der Düngeverordnung. Da hat sich die Bundesregierung lange Zeit gelassen, lange gestritten, bis wir jetzt wenigstens eine Düngeverordnung haben. Jetzt fehlt noch die Stoffstrombilanz, die auch seit 4 Wochen ins Kabinett soll. Bis heute hat sie das Kabinett erreicht, weil es auch da wieder Probleme zwischen den Koalitionsfraktionen und der Regierung gibt. Und daran hängt dann auch wieder die Frage der Umsetzung, weil Sie vorhin so gelacht haben, da jetzt ist wieder Berlin. Also Berlin hat durchaus auch etwas mit Fragen der Grundwasserbelastung und daraus resultierend mit Trinkwasserbelastung zu tun. So, aber die Frage der Spurenstoffe ist etwas völlig anderes. Da geht es vor allen Dingen auch um die Frage von Arzneimittelrückständen. Zum Beispiel, das Problem trifft auch Hessen nicht alleine. Wir sind da eingebunden in eine bundesweite Diskussion. Aber für uns gilt es, eine Strategie zu entwickeln mit Maßnahmenvorschlägen, um den Eintrag von diesen umweltgefährdenden bzw. trinkwasserrelevanten Spurenstoffen im Gewässer und also im Grundwasser, Trinkwasser auch zu minimieren oder möglichst auch zu vermeiden. Und dazu gehört aus meiner Sicht auch eine Vermeidungsstrategie für Unternehmen zum Beispiel, aber auch für Krankenhäuser, die wir durchaus diskutieren müssen, weil eine vierte Reinigungsstufe ist immer wieder nur End-of-the-Pipe-Lösung. Und sinnvoll ist immer, die Frage auch zu klären, wo kommt es her und wo kann ich es vermeiden. Und was wird eingeleitet? Also auch dieses ist noch ein Brett, das wir bohren werden und bohren müssen. Sie sehen, wir nehmen das durchaus ernst, das Wasserthema, sowohl in der Quantität als auch in Fragen der Qualität. Wir werden weiter daran arbeiten, und ich freue mich über all die Abgeordneten, die mit dazu beitragen, gute Vorschläge zu erarbeiten. Und ich freue mich weiterhin auf den Leitbildprozess und das gute Ergebnis, das wir sicher im nächsten Jahr dann auch verkünden können. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit sind wir am Ende der Debatte, und die Große Anfrage ist hiermit besprochen. Ich rufe, Moment, bevor ich den nächsten Punkt aufrufe, möchte ich Sie informieren, dass eingegangen und Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Fraktion der FDP.
betreffend Regierung Bouffier muss Netzwerkdurchsetzungsgesetz im Bundesrat stoppen, Kompetenzen der Länder wahrnehmen, Meinungsfreiheit garantieren, Drucksache 19/4954. Wer die Dringlichkeit bejaht, das ist der Fall, dann wird dieser Dringliche Antrag Top 62 und kann, wenn dem nicht widersprochen wird, nach Top 53 ohne Aussprache aufgerufen werden. Dann machen wir das so. Außerdem eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend ausreisepflichtige Asylbewerber aus Afghanistan. Drucksache 19/4955 wird die Dringlichkeit bejaht. Das ist der Fall. Dann wird dieser Dringliche Antrag Top 63 und kann, wenn dem nicht widersprochen wird, mit Top 61 aufgerufen werden. Dann machen wir auch dieses.